Hallo, meine Lieben. Ich war gerade in der Stadt nach dem. Gott, ich sehe da wieder aus, Mensch. Naja, was soll's. Nach dem Putzen. Ja, was soll's. Ich war da ganz kurz bei Nahkauf noch und habe meinen restlichen Monatseinkauf für die nächsten 14 Tage gekauft. Weil ich habe noch was hier. Von daher, ich habe jetzt noch Brot da. Ich habe noch Brötchen. Ich habe noch Nudeln, Reis, Kartoffeln, Zwiebeln. Also die Grundnahrungsmittel habe ich. Aber die anderen Sachen hatte ich noch nicht. Also richtig eingekauft. Ja. Wie ihr wisst, esse ich überwiegend selbst gekocht. Wirklich. Also ich koche fast alles selbst. Nur ab und zu kaufe ich mir auch mal Sachen, die einfach nur mal in die Mikrowelle gehen. Und zack, ja. Da habe ich mir diesmal. Und zwar schmeckt gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, oh Gott, Gemüselasagne von Rewe, Eigenmarke. Schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, los, du hast doch schon gefressen. Gespielt haben wir auch schon. Tor? Nee. Dann, Entschuldigung, habe ich einmal Tikka Masala. Soße nach indischer Art. Das habe ich schon mal gekauft. Also, Entschuldigung. Das schmeckt super. Normalerweise kann man das zu Reis, alles Mögliche essen. Ich esse es als Tomatensoße-Ersatz. Schmeckt super lecker. Dann. Ich greife mal einfach so rein. Ah, ja. Es hat viele Kalorien, die ich gerade gesehen habe. Aber ich esse es ja nicht auf einmal alles. Achso, ja. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen verpeilt. Merkt ihr da gerade? Onkel Bens cremiges Curry. Ich verfeine das immer mit Joghurt noch. Da hast du nicht mal so viele Kalorien. Ist nicht schlecht. Dann habe ich hier immer wieder. Oh. Zwei Avocados. Avocado. Entschuldigung. Ja, ich lerne. Habe ich hier noch was drin? Nein. Aber hier. Dann habe ich einmal, was nicht so gut ist, ich weiß, Knabberbox. Da ja Fußball zurzeit sehr viel läuft, heute beispielsweise vier Spiele, habe ich mir was mitgenommen. Und zwar das. Ich werde das jetzt so machen, dass ich eine Reihe aufmache. Nee, wir können das ja aufschneiden, ne? Also man kann das ja hier hinten sicher. Ja. Das ist ja alles einzeln eingepackt. Von daher mache ich das so, dass ich mir überlege, was esse ich heute. Und schneide das so aus und nehme dann halt nur eins davon, statt alle auf einmal. Wenn ich alle auf einmal aufmache, dann werden die ja auch im Laufe der Zeit matschig. Von daher habe ich mir das so gedacht. Wenn ich mal Lust dazu habe, dann habe ich einmal. Ja, hat Joghurt mild, Magermilch, 0,1% Fett, wusste ich noch gar nicht. Ja, sehr gedacht. Dann habe ich einmal einfach nur so, wer es im no einfach nur das, als es im Vorrat ist, Ketchup. Nutze ich eigentlich sehr selten, aber trotzdem ist es besser, wenn man ihn im Vorrat hat. Dann habe ich auch mal was von Onkel Bens. Zwar nicht im Angebot, aber ich bin zurzeit gerne, ich esse gerne Reis. Und klar kann man Reis auch mit Tofu essen oder auch irgendwas anderes. Aber Reis schmeckt auch sehr gut mit Onkel Bens Soße. Das ist natürlich Instanz, also nicht selbst gemacht. Aber das ist auch kein Weltuntergang, finde ich persönlich immer. Da habe ich hier einmal das. Mit Soja irgendwas. Pikant. Was habe ich hier? Au.
Ja, das ist nicht, ja. Das ist Grießpudding, Natur. Das mache ich dann auch. Und zwar werde ich dann die Hälfte, ich mische das immer so gerne, mit Joghurt. Das schmeckt wirklich gut, weil ich dieses Säuerliche gerne mag. Beispielsweise auch hier mit diesem, ja, habe ich schon erzählt, die Onkel, meine Güte. Mit den Onkel Bens Dosen hier. Packe ich auch ein bisschen Joghurt als Verfeinerung da rein. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und wie auch mit diesem Grießpudding, der 1,99 Euro gekostet hat. Da packe ich die Hälfte, mache ich dann mit in den Joghurt rein. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Und dazu gibt es Nektarinen, glaube ich. Ja, oh, die riechen jetzt schon gut. Aber leider gibt es kein Riechvideo. Also richtig geil. Wirklich. Und noch was? Ja. Drei Sachen habe ich noch. Einmal, ich habe es als Kind geliebt, Leute. Ich habe das als Kind bei meinen Eltern immer zum Armbrot gegessen. Und da ich jetzt zurzeit auch gerne Armbrot esse, in dem Sinne nicht warm, sondern Brotscheibe, einfach wirklich. Ich habe vor lange, so langer Zeit mich erzählt, dass ich Brot hasse und es nicht essen kann. Ich habe aber den Trick, der Tricks rausgefunden. Und zwar muss ich es mit Gurke oder Tomate essen. Sonst kriege ich das nicht runter. Aber es muss irgendwas Knackiges dabei sein oder was mit Gemüse. Und als Kind habe ich ja auch dazu immer Knoblauch gegessen. Und zwar mit Kräutern, in so eingelegt. Ne? Also diesen hier. Also das ist jetzt irgendwie... Oh. Genau. Da innen, das ist jetzt hier so mediterrane Spezialität. Knoblauch nach sizilianischer Art. Pikant eingelegt. Als Snack und zum Würzen. Also schmeckt wirklich lecker. Also das weiß ich jetzt nicht, ob es das schmeckt. Aber an sich eingelegte Knoblauchzehen schmecken für mich, ich mag sie. Dann habe ich einmal Balkankäse. Ich glaube, dass es Feta ist. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es auf 100 Gramm zu viele Kalorien. Also 256. Ja, es geht eigentlich, ne? Auf 100 Gramm hat es 256 Kilokalorien. Ich glaube, es geht, ne? Ist doch egal. Hier. Das werde ich, ich weiß nicht, wann ich es mache. Heute nicht. Aber im Laufe der Tage. Komm, nicht rein, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Kein Tor für Frankreich. Was? Ist kein Tor, ne? Keine Uhren. Entschuldigung. Doch, ist drinne. Ach, scheiße. Ach, Mann, oh. Egal. Entschuldigung, ich gucke gerade Frankreich gegen Australien nebenbei. Und das allerletzte, was ich gekauft habe, bin ich ein bisschen sauer auf mich. Und zwar, er ist drin. Ja, natürlich ist er drin. Entschuldigung. Habe ich dummerweise mich ein bisschen, ja, der ist drin. Ja, ich habe zugegriffen, weil ich dachte, das wäre, ganz drin? Das wäre... Oh, wie handelt man das denn? Mensch, ich schneide das raus. Nein. Gebratene Paprika. Aber nein. Es ist Räucherlachs mit Dill. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nur ich habe halt gedacht, das sah genauso aus wie das andere. Und dann... Ja, gut. Was soll man machen? Habe ich es hier. Ja, meine Lieben, das war mein Einkauf für die nächsten 14 Tage. Da will ich gut über Runden kommen, weil ich ja dieses, beispielsweise hier, diese Onkel Bens cremige Curry, werde ich ja nur die Hälfte machen. Und den Rest werde ich dann halt nächsten Tag machen. Genau. Ich höre jetzt auf zu quatschen und gucke wie bei Fußball, bevor ich hier mit euch quatsche und nebenbei Fußball, das klappt nicht. Bis gleich.
So, meine Lieben. Ich glaube, ich habe endlich das gefunden, was mir Spaß macht. Und zwar eine Weiterbildung-Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement oder Gesundheitswesen. Und zwar habe ich das mal im Internet recherchiert, welche Module es gibt, die man vom Jobcenter, also so einen Bildungsgutschein, braucht. Kommt irgendwas runter hier? Nee. Auf jeden Fall, ja, das wird von dem Jobcenter übernommen oder was auch immer, finanziert. Das finde ich ganz nicht schlecht. Und ja, das ist, die helfen einem dann auch mehr. So habe ich schon das drauf. Also ich habe da angefragt, ob noch eine Platz frei ist. Mal gucken. Und dann, wenn das nicht klappen sollte mit einer Ausbildung in diesem Bereich, dann wäre es bei der, auch hier in Hameln, da ist so, wie so, ja, so, wie nennt man das? So, keine Weiterbildung, aber so wie so eine Maßnahme. So halbwegs. Also man geht dahin. Dann sprechen die erst mit einem, was dann, welche Stärken man hat, oder zumindest irgendwie, ne? Und dann wird ein bisschen Unterricht gemacht und dann geht man halt in die Praxiseinsätze dahin, wo man auch gerne hin möchte. Also weil beispielsweise ich möchte jetzt nicht mehr in die Pflege beispielsweise oder nicht mehr in die Betreuung beispielsweise jetzt, angenommen jetzt, ne? Oder ein Koch möchte nicht mehr Koch sein, sondern irgendwie Bäcker, beispielsweise jetzt, ne? Möchte halt mit den Beruf reinschnuppern, dann kann man das machen. So Praktikums und dann wieder Betrieb. Und dann wieder erzählen, wie es so war und die Erfahrungen austauschen. Und dann wieder in einen anderen Betrieb. Das finde ich gar nicht so schlecht, finde ich wirklich gut. Da muss man halt, kann man auch andere Berufe kennenlernen. Ich weiß, ich bin jetzt 26 bald, aber trotzdem. Das ist gar nicht so schlecht, weil so habe ich bisher nur drei Berufe kennengelernt. Na klar, diese handwerklichen Berufe, die gefallen mir jetzt nicht und Koch würde mir auch nicht passen, da das viel so hektisch ist. Halt, das ist halt so, ja, das geht nicht. Ich habe ja schon mal ein Praktikum gemacht in der Küche. Nee, das war katastrophal, ne? Genau. Aber das wäre super, das würde mir wirklich sehr viel Spaß machen, glaube ich, so in anderen Berufen so eintauchen, gucken, wie, was man da so macht. Es muss ja jetzt auch nicht immer nur in der Pflege sein, wie gesagt, es wird nicht in der Pflege sein, sondern es wird dann in anderen Bereichen sein. Und ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, muss man ehrlich sagen, also blöd bin ich nicht. Ich habe ja den Realschulabschluss, zwar dank der Pflegeassistentenausbildung, aber ich habe ihn. Klar wäre eine Ausbildung, wenn ich noch eine Ausbildung machen sollte, wie gesagt, zur Kauffrau, Büromanagement, da, so habe ich so gelesen, wäre natürlich ein Realschulabschluss wünschenswert. Es würde aber auch ein Hauptschulabschluss gehen bei der Ausbildung zur Gesundheitswesen, Kauffrau im Gesundheitswesen, ist es halt so, dass man am besten einen Realschulabschluss, wenn nicht Abitur braucht, aber Realschulabschluss geht auch. Also wenn eins davon noch frei ist, ein Platz, würde ich es mir in Kusshand nehmen, weil ich glaube, das ist es wirklich. Na klar, muss ich auch telefonieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so dramatisch, weil ich ja nachgedacht habe. Und zwar, wenn ich für andere Leute anrufe. Also beispielsweise rufe ich jetzt für meinen Chef irgendwo an oder für andere Leute, dann ist es gar kein Problem. Also dann verhaspel ich mich auch nicht, da bin ich ganz normal. Rufe ich aber für mich selber irgendwo an, dann bin ich wieder ja, aufgeregt und weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn das so komisch? Ist das normal? Also hier sehe ich anders aus als da. Hä? Egal, so. Ist doch so, oder nicht? Hä? Mich ist wieder bekloppt, ne? Das Auge. Ist auch Latte. Ja, da habe ich auf jeden Fall nachgefragt. Die melden sich wahrscheinlich darauf in der nächsten Woche. Das wäre super. Das muss ich nicht mal in die Pflege. Also, ja, ich muss generell nicht in die Pflege, klar. Aber, ja, das wäre natürlich klasse, wenn das eins von den beiden klappt. Also jetzt Kauffrau im Büromanagement oder halt Gesundheitswesen wäre klasse. Wenn das nicht klappt, wäre das andere auch super.
Das ist also wirklich, heute war ein schöner Tag. Ich hoffe, morgen bleibt er wieder auch so schön. Oder bleiben, wie spät haben wir es? 23.47 Uhr. Ich hoffe, der Tag, der morgige Tag wird genauso toll. Ja, ja, genau, mein Lieben. Noch irgendwas? Nee, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ja, was ich auch schon betone. Das habe ich heute gegessen. Also heute Abend noch eine Scheibe Brot mit Gurke und Avocado und Fondor, Knoblauch und Zitronensaft gegessen. Und dazu die Knoblauch, nicht alle, aber ein bisschen. Die Knoblauch 10, die ich da gekauft habe, ne? Super, lecker. Schmeckt genauso wie damals. Nur so ein kleines bisschen anders. Also ich habe das dieses, ich mache das immer so, weil ich diese Öl da drauf auf den Knoblauchzehen nicht mag. Mache ich es immer ab. Also ich putze das wirklich so, also ich auf ein Zewa-Tuch oder auf ein Tuch. Gut. Ja, ich muss ja. Dann packe ich das so drauf und dann. Das damit das Öl dann in die, ja, das Papier zieht und dann halt weg ist. Das ist mir dann besser. Auf jeden Fall. Ich höre jetzt auf zu quatschen, sonst wird es bescheuert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Hoffen wir es mal, ne? Genau. Heute hat ja leider Nigeria gegen Kroatien gespielt und leider finde ich ja schade, dass Kroatien gewonnen hat. Ich hätte ja auch gerne so andere Leute, sag ich schon. Was ist denn das für eine Scheiße? Egal. Andere Team, die Außenseite halt mal gewinnen, das ist auch nicht schlecht. Das ist so komisch. Was ist denn das? Ich hör auf. Entschuldigung. Bis dann. Tschüss.